In Ilo tut sich was. Jan Obleger inszeniert Die Vermessung der Demokratie, ein Theaterstück über Wilhelm Leuschner. Wie ist Widerstand in einer allumfassenden Diktatur möglich? Eine Frage, die sich heute wieder in vielen Ländern stellt. Er hat ja die Nazis ordentlich an der Nase herumgeführt. Er hat sich ausgegeben als harmloser Geschäftsmann. Er ist durch ganz Deutschland wegen seinem Patent für Bierarmaturen gereist und hat gleichzeitig die ganzen Kontakte geknüpft zu seinen ehemaligen Genossen im Untergrund. Hat ein riesiges Netzwerk, das im Fall des geglückten Hitler-Attentats sofort bereit gewesen wäre, in ganz Deutschland an allen größeren Orten die Macht zu übernehmen. Und was wir von ihm lernen können, ist eben dieser Witz, diese Gewitztheit und Weltgewandtheit. Er hat auf eigene Faust im Grunde, ohne heutige Hilfsmittel von Internet oder Smartphone, hat er ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Jan Obleger, Schauspiel, Yumiko Tsubaki an der Violine und Maria Hinze am Klavier zeigen in ihrer Inszenierung auf, wie unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ein einzelner Mann ohne heutige Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und Speichermedien ein ganz Deutschland umfassendes Netzwerk aufbauen konnte, das als Basis für das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli wirkte. Unbedingt sehenswert, Die Vermessung der Demokratie im Klanghaus Ilo. Am 19. April um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.